Welt seid mir gegrüßt. Willkommen in meinem kleinen Kanal hier im Herzen von Europa in Frankfurt am Main an einem ganz wunderbaren Tag. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet eine schöne Woche. Richtig. Folgendes, ich werde in letzter Zeit immer mal wieder in Nachrichten, News-Zusammensetzungen, was auch immer ich da mal auf dem Telefon irgendwie so als Push-Nachricht bekomme, mit dem Thema soziales Ja konfrontiert. Und ich bin ja alt, wie ihr wisst. Bei uns gab es das freiwillige soziale Jahr nur für die Mädels. Natürlich. Denn wir Jungs waren beim Bund. Oder mussten verweigern und konnten den Zivildienst machen. Deswegen war das nicht so wirklich was, was für mich präsent war. Jetzt haben aber natürlich viele Freunde von mir Kinder in dem Alter, dass jetzt, also dass sie gerade die weiterführende Schule abschließen und dementsprechend gehen da jetzt die Überlegungen los. Und dann gibt es ja wohl auch politische Bewegungen, dass man das wieder einführt oder nicht oder was auch immer da ist. Ihr wisst, in so politischen Diskurs zwischen Parteien, das macht mir keine Freude, da will ich gar nicht reingehen. Aber natürlich ist es für mich ein interessantes Thema so an sich. Und ich denke ja auch an meine Schwarz-Weiß-Jugend vor dem Krieg zurück, als ich da noch dabei war. Und ich erinnere mich natürlich auch auf der anderen Seite an meine für ältere Verwandtschaft, die Onkel und so weiter, die noch tatsächlich in den 20ern und 30ern geboren waren, die mir natürlich andere Geschichten erzählt haben, wie es bei denen war. Ihr kennt es, wo dann immer die Großeltern anfangen, aus einer Zeit zu erzählen und man sagt, das kannst du so nicht sagen. Auch nicht hier in der Familie. Ja, ganz falsch abgebogen gedanklich, vor einer halben Stunde etwa, und wir hätten nicht da schon stoppen sollen, Konjak in die Hand, Klappe halten, in der Ecke bleiben. Ich mag die alten Leute. Also, ist es so, damals, in den 90ern, gab es eine Wehrpflicht bei uns, ganz normal, klar, wissen ja alle wahrscheinlich, die hier zuschauen, haben ja auch mitgemacht, und man musste zur Musterung und dann kamen da lustige Ergebnisse raus und dann entweder ist man dann zur Bundeswehr, wie gesagt, oder verweigert und hat dann Zivildienst gemacht. Es gab natürlich auch Ausnahmen, ich kann euch mal einen Schwank aus meiner Jugend erzählen. Ich war sehr sportlich aktiv in der Jugend und habe durch exzessiven Ballsport und massives Wachstum und ich hatte ein bisschen trainiert, ich hatte ein paar Kilo mehr als jetzt und dementsprechend haben meine Knie bös gelitten, sprich ich habe schon als Jugendlicher die erste Knie-OP gehabt und die Spezialisten bei der Musterung im, was war das, Kreiswehr-Ersatzamt oder wie der Käse auch immer hieß, hier bei uns in Wiesbaden an der Army-Base, die haben aber beschlossen, die zweite Knie-OP, die möchte gerne der Staat übernehmen, weil ich war vorher privat versichert, die haben gesagt, nee, die geht auf den Staat, dich mustern wir mit T4 mit Einschränkung. Dementsprechend, ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt erfolgreich positiv gemustert werde. Ich habe gedacht, die sagen, okay gut, das ist quasi ein Ersatzteillager, der Typ nur noch, den kann man vielleicht ein bisschen ausschlachten, aber der Rest ist nicht lebensfähig, den wollen wir nicht. Aber sie haben beschlossen, mich wollen sie auf jeden Fall. Damit hatte ich nicht gerechnet. Dementsprechend war ich beim Bund und bei den Feldjägern. Es ist genau meine Art Mensch. Und die ich durfte dort aber nichts machen, weil ich ja eine Knie-OP hatte und die nächste gerade anstand. Beide Knie. Das heißt, ich durfte nicht marschieren, weil man da ziemlich fest auftritt. Das haben sie mir verboten. Mein Rucksack durfte nur ein gewisses Gewicht haben, mehr durfte ich nicht tragen. Ich durfte nicht also raus mit in den Wald. Ich durfte gar nichts. Und das habe ich mir ein paar Wochen angeguckt und habe mir gedacht, okay Freunde, das Essen ist mies, aber die Gesellschaft ist nett. Aber was tue ich denn hier eigentlich genau? Ich sitze rum. Das kann nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Und habe dann gesagt, okay Freunde, das war ein netter Versuch. Aber wisst ihr was, ich gehe ins Soziale rüber. Vielleicht kann ich da was Sinnvolles machen, weil hier wird es, wie gesagt, mit mir nichts. Also die Grundausbildung habe ich quasi fertig gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, das ist nichts. Und bin dann in ein Altenheim gegangen, hier in Frankfurt. Und habe mich dort um alte Menschen gekümmert. Dann gab es dazu noch, morgens hat man die irgendwie geholt. Also gab es so einen Fahrdienst, ich hatte einen Führerschein. Da hat man die dann geholt, die Tagesbetreuung hatten. Und die anderen waren halt stationär immer da. Und hat sich halt um die gekümmert und dann dazu saß ich auch mal am Empfang rum und ich habe die Heimzeitung geschrieben. Ein großer Spaß.
Und das fand ich nett, weil da konnte ich mir Geschichten ausdenken und reinschreiben und ein bisschen recherchieren. Geschichte habe ich ja studiert, also hatte ich da vor, direkt danach zu tun, habe dann so ein bisschen recherchiert, Geschichten vom Krieg aufgeschrieben, habe ich mir gedacht, das ist zielgruppenspezifisch und ein nettes Kreuzworträtsel ausgedacht, ein paar Fotos rein und die Sache hatte Struktur. Das war nett. Also das sind meine persönlichen Erfahrungen mit Bund und Zivildienst. Das waren damals, keine Ahnung, was waren das, 11 Monate, glaube ich, noch oder irgend sowas. Ein Jahr. Im Endeffekt hast du ein Jahr einfach pausiert, weil du ja ein Studium oder sowas anfangen wolltest im Herbst. Das ging ja nicht. Also ob das dann 8, 9, 10 oder 11 Monate sind, ist völlig wurscht, weil man war 12 Monate raus und danach ging es dann weiter und dann konnte man dann das Studium starten. Ähnlich natürlich wie mit Leuten mit einer Ausbildungsstelle, die dann natürlich halt dann in den nächsten Schwung fürs nächste, was weiß ich, Halbjahr in der Berufsschule oder irgendwas, ja, das ist ja auch irgendwie getaktet. Auf jeden Fall, die waren dann auch raus. Immer so für ein Jahr, sag ich mal, auch wenn das immer weniger wurde und es mit Sicherheit nicht korrekt ist. Ich weiß nur, viele schauen zu, die mir das genau sagen können, wie viele Monate es am Ende der 90er war, ist ja auch völlig egal. Also, dementsprechend, ich hatte mich nur immer gewundert über das Konzept mit dem Wehrdienst. Ich habe es nie ganz verstanden, warum es das so gab. Und ich habe mich auch gefragt, warum so viele in meinem Jahrgang, der anscheinend ein starker war, gar nicht gemustert wurden oder gemustert wurden und dann nie einberufen. Und ich empfand das immer als eine sehr starke Willkür, die, weiß ich nicht. Also, ich meine, so schlecht kann ja nicht mal unsere Verwaltung sein, dass die ihre Listen nicht unter Kontrolle kriegen. Wen es gibt, wer gemeldet ist und dann können die dahinter einen Haken machen, hat der Wehrdienst geleistet oder nicht. Ich habe nie verstanden, nach welchem, aber vielleicht ist da jemand von euch ja möglicherweise tiefer im Thema und kann mir sagen, woran es liegt, dass manche überhaupt nicht gemustert wurden und manche gemustert, aber dann nicht gezogen. Und womit man das begründet oder ob das eine Lotterie einfach war, dass die gesagt haben, okay, dieses Jahr haben wir Platz für 220.000, die restlichen 9.000, die drüber sind, die werden per Lotterie gezogen. Und ich wundere mich, dass sie mich dann mit Knie-OP und anstehender OP gezogen haben. Also deswegen glaube ich, das kann ja nicht mit Sachverstand passieren. Das muss ein Lottosystem sein. Und Lottosystem beim Start finde ich ein bisschen tricky. Aber gut, lassen wir es dahingestellt. Ich theoretisch fand tatsächlich, da komme ich jetzt zum freiwilligen sozialen Jahr. Und das habe ich, machen viel. Also ich habe keine prozentualen Zahlen, was jetzt hier genau gerade los ist. In meinem Umfeld haben es aber sehr viele gemacht, sehr viele Frauen vor allem haben das gemacht, als wir noch die Wehrpflicht hatten. Und auch jetzt noch machen es in meinem Umfeld nicht repräsentativ mehr Frauen als Männer. Und ich finde es eine gute Sache. Ich fand es auch für mich gut. Die Zeit beim Bund, ganz ehrlich, die war witzig, aber die war für die Füße. Aber die Zeit im Altenheim fand ich eigentlich sehr gut. Ich meine, ich weiß nicht, ob die Zivis heute noch das alles machen dürfen, was wir damals gemacht haben, weil wir haben gepflegt. Ich glaube, ich meine, das ist ein Ausbildungsberuf. Das kannst du nicht irgendwelche dahergelaufenen Leute machen, ja? Die, ja, also wie gesagt, das weiß ich nicht, ob das heute noch so ist, 20 Jahre später. Aber auf jeden Fall damals war es so. Und ich fand aber trotzdem die Art, mit denen umzugehen, das zu sehen, was da los ist. Und das war tatsächlich ein ziemlich gutes Altenheim, also Alten- und Pflegeheim. Das war keine Resterampe. Also das war echt okay. Und trotzdem fand ich es einigermaßen bedrückend, was da so als Gesamtstimmung los war. Vor allem, ich habe die Heimzeitung gemacht, das heißt, ich habe auch die Todesanzeigen da reingeschrieben. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, das ist ein sportlicher Durchsatz, den wir hier haben. Wie gesagt, das ist so eine Sache, finde ich aber eigentlich theoretisch gar nicht schlecht, wenn man das mal so mit 20 Mal, wenn man da mal dabei ist und nicht nur für einen eintägigen Schulausflug, komm, wir gucken die Alten an, sondern dass man da mal tatsächlich ein bisschen dabei sitzt und sich mal über Monate anschaut, was da tatsächlich passiert und wer da arbeitet und wie da so die Stimmung ist etc. Finde ich, wie gesagt, gar nicht schlecht. Sind sehr viele sehr bemüht vor allem und gut, manche auch nur, weil ja, das war halt der Job, den sie haben und den bleiben sie dann. Das merkt man dann aber auch manchmal in der Arbeitseinstellung, wie sie dann manche Dinge machen. Aber ich glaube, das ist in jedem Job so. Nur bei dem kriegt man es halt vielleicht dann die Auswirkungen mal ein bisschen extremer mit. Jetzt ist natürlich der Punkt, wie gesagt, das politische Fass will ich gar nicht aufmachen, welche Partei da was sagt und was da gut und was da schlecht ist in irgendeiner Form. Ich finde immer eine Schlussfolgerung interessant, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich persönlich.
Gibt es bestimmt volkswirtschaftlich großartige Ideen dazu. Ihr wisst ja, dass ich nicht der Meinung bin, dass jeder studieren sollte. Ich hätte es zum Beispiel lassen sollen. Ich denke, dass die wesentlich mehr Leute in einem Lehrberuf gut aufgehoben sind, als dass im Studium gut aufgehoben sind. Ein Studium, finde ich, sollte was sehr Spezielles sein und nicht momentan das Gießkannenprinzip, komm, lass mal alle studieren, irgendwer wird schon irgendwie, für irgendwen wird es sinnvoll sein. Halte ich für einen absoluten Schwachsinn und entwertet das Studium massiv und entwertet für mich parallel die Lehrberufe dramatisch, dass man sagt, ja, also, wenn du zu doof fürs Studium bist, machst du einen Lehrberuf. Ich meine, was ist das für ein Ansatz? Also sowas von fehlgeleitet, ja. Aber ich krieg's ja jetzt schon mit, wenn in der Grundschule keine Gymnasialempfehlung ausgesprochen wird, kannst du eigentlich einpacken, dann ist alles vorbei gewesen. Und diese Stimmung finde ich sehr merkwürdig. Ich sehe das überhaupt nicht so. Aber wie gesagt, anderes Thema. Was dann aber dazu kommt, ist dieses, man verliert ein Jahr, wenn man die Wehrpflicht hat. Also wie gesagt, Wehrpflicht will ich gar nicht mit der Bundeswehr gleichsetzen, ja. Einfach nur sagen, man macht ein Jahr was. Was auch immer es ist. Dass man dabei ein Jahr verliert. De facto arbeitet man ein Jahr, ja, und man wird ein Jahr älter. Also ist dieses Jahr weg, das stimmt. Ich denke aber, dass das eigentlich also taktisch in keine schlechte Zeit fällt. Weil man sich vielleicht nochmal kurz ein bisschen sammeln kann und die meisten sind mit 18 bis 20 eh strohdoof. Also, ja, und dann ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn du nochmal ein Jahr Zeit hast, bist du ein Jahr weniger doof. Und es ist ja nicht so. Ich verstehe die Eile nicht. Ich weiß, dass für den komplett Streamline-Karriere, Corporate-Typen ist natürlich ein Jahrverlust die Hölle. Die Hölle. Also hinten raus, vor allem dann, ja. Du bist ein Jahr weniger Associate, dann bist du ein Jahr weniger Partner, ein Jahr weniger auf dem Level, auf das du schon immer kommen wolltest und so weiter und so fort. Dieses Jahr wird dir ja immer hinten raus fehlen. Du rennst immer anderen hinterher, die schon ein Jahr länger das gemacht haben. Das ist natürlich psychischer Druck, den verstehe ich, der ist drastisch. Ja, wie gesagt. Ich glaube nicht daran. Ich denke, ich hätte mir auch 3 oder 4 Jahre länger noch Zeit lassen können mit allem. Aber man soll ja nicht immer selbst von sich selbst auf andere schließen. Dennoch, wie gesagt, diese wahnsinnige Eile sehe ich nicht. Vor allem, wir verplempern 13 Jahre in der Schule. Das könnte man wahrscheinlich stoffmäßig auf 8 Jahre zusammendampfen, ohne Probleme. Aber nicht in der sozialen Entwicklung der Menschen. Und da denke ich mir, dieses Jahr, glaube ich, sowas zu machen, bringt soziale Entwicklung und Kompetenzen und Hirnverknüpfungen. In dem Jahr kommen mehr zusammen als wahrscheinlich in den 10 Jahren Schule, die man davor gemacht hat. Aber wie gesagt, da ist wahrscheinlich jeder Mensch anders. Und da komme ich jetzt zu der Sache, weswegen es ja aktuell das freiwillige soziale Jahr gibt. Also jeder, der möchte, kann es ja tun. Ich habe aber gemerkt, wenn es so eine freiwillige Sache ist, so wie bei mir damals war es für mich nicht freiwillig, aber es war willkürlich vom Staat aus. Das heißt, die Hälfte, die Frauen ja sowieso nicht, die Hälfte musste nicht. Von denen haben aber einige natürlich das freiwillig gemacht. Und von den Männern wurden sehr, sehr viele ausgemustert, beziehungsweise, wie ich schon erwähnt habe, gemustert und nicht gezogen. Das heißt, was für mich der Nachteil war, definitiv, und was es jetzt wäre, wenn ich freiwillig dieses soziale Jahr machen würde. Ich fliege aus meiner Gruppe raus, die ich habe. Und das ist also für mich war es auch auf jeden Fall ein Faktor, aber für viele andere ist das ein Problem, wenn man halt vielleicht eine Person nur oder seine 2 bis 5 Leute hat. Also ich meine jetzt nicht so einen losen Klassenverband, den kein Mensch interessiert. Ja, also ich habe Probleme, meine Abi-Klasse noch mit Namen zusammenzukriegen. Aber ich bin aber auch sehr alt, ich weiß. Aber man hat seinen Verband von seinen 3, 4 Leuten, sage ich jetzt einfach mal. Und man beschließt zusammen irgendwie durchzuziehen. Gar nicht mal das Gleiche zu studieren, aber man geht in diese neue Lebensphase über. Und dann ist man der, der aber nicht in diese Lebensphase übergeht, sondern man macht noch mal ein Jahr was anderes und man verliert natürlich den Rhythmus. Man kann ein Jahr später wieder einsteigen, aber trotzdem ist man aus diesem Takt raus. Und vielleicht ist es dann was, dass man sagt, okay, ich brauche jetzt vielleicht wesentlich länger danach oder ich studiere vielleicht gar nicht oder ich fange gar nicht meine Ausbildung an. Meine Freunde haben die Ausbildung angefangen, haben jetzt auf einmal einen Arbeitsrhythmus drin und machen Dinge und entwickeln sich halt in irgendeine Richtung und erleben was und ich stehe, was das angeht, jetzt alleine da. Heißt nicht, dass das schlechter ist, vielleicht merkt man sogar in einem Jahr, man hätte, wie gesagt, sich anders weiterentwickeln sollen, aber man ist aus diesem Rutsch raus und manchmal ist es einfach schön, wenn man in der Gruppe mit Leuten gleichzeitig etwas erlebt. Das ist einfach eine schöne Sache. Das hätte ich auf jeden Fall anders gemacht. Und hätte ich auch, und das ist für mich eine Informationssache, da geht es ja auch für mich um die Schule. Ein guter Freund von mir ist zum THW gegangen. Und zwar, weil er ein Fuchs ist, in der Oberstufe schon.
Und da ist der alle, frag mich nicht mehr in welchem Rhythmus, ist der dorthin gegangen am Wochenende und hat beim THW mitgemacht und hat dafür den Wehrdienst gestrichen bekommen. Und da habe ich mir gedacht, sensationeller Move, sensationell. Haben seine Eltern eingefädelt und dann lief's. Musste aber halt auch drauf kommen, musste wissen, sagt ihr, gut, ich meine, in der Schule kriegst du auch nicht gesagt, was eine Steuererklärung ist. Das wäre mir ja irgendwas, was du brauchen könntest, praktisch irgendwann in meinem Leben. Aber sowas, man muss natürlich die Informationsflut, muss man steuern, lass Blödsinn weg und erzähl den Leuten jetzt zum THW. Oder generell ein freiwilliges soziales Jahr muss ja auch nicht sein, dass man ins Altenheim geht. Es gibt ja 500 Sachen, die man machen kann, die einen gemeinschaftlichen Nutzen haben, würde ich es mal sagen. Freiwilliges soziales Jahr klingt immer ziemlich, finde ich, begrenzt von den Optionen. Es soll einfach etwas sein, was sinnvoll ist, was irgendwie die Nation weiterbringt, die Gesellschaft vor allem. Und vielleicht auch die persönliche Entwicklung. Manche machen ja auch ein Jahr Work and Travel oder irgend so einen Käse. Gut, muss man aber auch die Voraussetzungen dafür haben. Ich weiß nicht, wie viel Startkapital man braucht, ob man Fremdsprachenkenntnisse haben muss. Ich weiß es nicht. Manche machen auch ein Au-pair oder irgend sowas. Kann man ja auch machen für ein Jährchen. Verschiedene Möglichkeiten. Mein hauptsächlicher Punkt eigentlich ist, weil ihr merkt, ich bewerte es ja gar nicht. Ich finde an allem da was Gutes und was Schlechtes, wenn ich drüber rede. Aber die Idee, mal eine Pause zu machen und mal die Nase in eine andere Lebenssituation zu stecken, die man vorher nicht kannte, woher denn auch? Man saß hier in der Schule fest, das ist ja Zwang schließlich, zumindest bis zu einem gewissen Alter. Aber finde ich gar nicht schlecht. Und ich halte nichts von Corporate-Nasen, das wisst ihr ja. Das heißt, die Idee, so schnell wie möglich über Daddys Verknüpfungen Praktika machen und dann genau diesen einen Studiengang an der richtigen Uni und dann direkt jung ins große Unternehmen einsteigen, um die Karriere anzutreiben. Ja, nein, das, also glaube ich, das ist, deswegen, diesen Mittelweg. Ich glaube, für viele ist es aber gut, das zu machen. Für viele ist es, glaube ich, wirklich gut. Und deswegen ist es auf freiwilliger Basis eine schöne Sache, wenn man halt nur wenn man das mit seiner Gruppendynamik vereinbaren kann. Wenn man einer ist, der auf die Gruppendynamik nicht angewiesen ist. Und ich glaube, und das ist die Hauptschwierigkeit, man muss sich dann schon sehr gut kennen. Zu diesem Zeitpunkt. Und da hänge ich dann fest. Da könnt ihr mir sagen, was ihr davon haltet. Ist das dann etwas, wo man sagt, Gießkanne drüber, es müssen alle einfach machen, wir wissen, was gut für euch ist. Jeder sollte das selbst wissen. Das heißt, die Eltern am Ende entscheiden. Ich bin mir da sehr unsicher. Und auf der anderen Seite, wenn du jetzt sagst, okay, jetzt nehmen wir mal an, alle kommen da und dann hast du halt, das sind Jugendliche immer noch. Und dann kommt irgendwie ein Haufen Jugendliche, Ungelernte, kommen da hin und stolpern dir irgendwie durch die sozialen Berufe, die sowieso viel zu wenig Anerkennung finden. Und das sind aber Leute, die das können, was sie da tun. Und dann kommen da irgendwelche Kinder angestolpert und sagen dann einfach, wir machen jetzt hier mit. Um die muss sich ja auch wer kümmern. Ja, man muss ja auch die Patienten dort vor denen schützen. Das ist ja auch Manpower, die weggeht. Also, ihr wisst, was ich meine. Das ist, finde ich, wenn ich da so anfange, drüber nachzudenken und zu reden, vor allem wenn ich drüber rede, weil ich dann merke ja, dass meine Gedanken wirr sind, das ist ein sehr komplexes Thema. Sehr komplexes Thema. Und ich wüsste gar nicht, wie ich es momentan machen würde. Ich weiß, dass zufällig bei mir in meiner Konstellation es gut war. Den Bund hätte ich mir sparen können, das hatte nichts gebracht. Dafür war ich einfach der komplett Falsche. Also das Kreiswehrersatzamt hat bei mir einen kompletten Fehlschlag gelandet. Aber dadurch, dass die so doof waren, bin ich dann immerhin zum Zivi gekommen. Hätte nämlich ausgemustert, hätte ich das ja nicht gemacht. Und der Zivi war für mich eine gute Sache. Ja. Und für viele ist es ja auch der erste Job. Darf man ja auch nicht vergessen. Viele haben während der Schulzeit nicht gearbeitet. War für mich jetzt nicht vorstellbar, weil ich wollte mir Sachen kaufen und verdienen. Deswegen musste ich arbeiten. Aber für viele ist ja der Zivi die erste Begegnung mit, ich muss hier was tun. Jeden Tag und in einem gewissen Rhythmus und ab dafür. Das hat ja auch durchaus einen positiven Effekt. Deswegen, ja, kontroverses Thema, oder? Jetzt mal ernsthaft. Da brauche ich ja keine Politiker, die mir irgendeine Grütze dazu erzählen und den glaube ich eh nicht. Denke ich mir doch eher, dass das muss ich auch für mich selbst klären. Und da habe ich gedacht, wenn ich was mit mir nicht geklärt kriege, muss ich es euch erzählen. Ist ja meine Therapiesitzung hier, meine wöchentliche. Genau so ist es. Richtig. Ich wünsche euch eine gute Zeit, guten Start ins Wochenende und habt nette Leute um euch. Ganz wichtig. Bis bald.